Also, du hast gerade das Video gestellt. Brilliant Labs hat Frame AI Glasses rausgebracht oder kämen raus. Ist eine Brille, wo du als wenn du wirklich eine Brille hast, kannst du die Gläser anscheinend zuschleifen lassen, dass sie dann zu deiner Sehstärke passen. Und ist eigentlich das nach heutiger Technik, was Google damals mit Google Glasses gemacht hat. Also es zeigt da halt dann, was das ist, was das. Also so wie es jetzt eigentlich auch der AI-Pin schon gemacht hat. Also das, wie hat's geheißen? Humane. Humane, ja, das, wo ich mal gedacht Oder habe, der wo Rabbit ich Air, mal gedacht habe, das oder war der cool. Rabbit Air One. Ja. Und jetzt ist es halt da mit Brille. Okay, das ist quasi ein Google Glass mit Also du hast integrierter schon mal Technik, zwei Lautsprecher, Gläser. ja. Du hast sicherheits bessere Displays als Ja, damals. das sicher. Du hast eine Kamera drin. Betriebssystem, was, glaube ich, lautet, oder also ein Lua-basiertes Betriebssystem. Ja, okay, das ist okay, ja. Ja, aber sonst weiß man da gar nicht so Ist ein viel. Audi-Gerät, finde ich cool. Ja, das schaut aus wie eine Nase, ja. Geil aus. Das schaut gut aus, das Das stimmt. Ladegerät Mr. Power sieht aus wie Ja. eine Nase, okay. Offene Plattform und App-Anbindung, okay. Ja. 349 Dollar. Ja. Für einen Aufpreis von 90 Dollar Brillengläser in ihrer Sehstärke. Okay. Ja, aber US, das ist US, wieder US-Preis, US. ja, das kostet dann bei uns Ja. Also, ich, nein, ich 500 glaube, Euro, 600 Euro, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es es da, ob es in Europa dann auch kriegst mit denen, aber ja. Okay, sagen wir mal Also. so, der Preis ist jetzt nicht das Argument, warum es in die Hose gehen sollte. Das Problem wird halt eher wieder generell das sein. Ich glaube, ich bin mir da auch nicht sicher, ob das nicht auf Dauer extrem überfordernd ist. Wenn du das dauernd da jetzt, du hast das ja dauernd da. Naja, du kannst sicher, du, es wird ja nicht laufend alles automatisch Nein, erkennen und tun nein. und Aber ansagen. du schaust halt da, du hast halt die Funktion. Nebenbei ist die Frage, wie gut es dann tatsächlich Ja. funktioniert. Das ist wie üblich das. Und nebenbei, ich finde die nicht sonderlich schön, diese Ja, Gläser. das war jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Die Brille ist gelinde gesagt, ziemlich hässlich. Und der dritte Punkt ist, was kann das tun, was ich mit meinem Smartphone nicht tun kann? Und vor allem, da bin ich dann noch. Stell dir vor, du kaufst die Brille jetzt wirklich und du bist halt Brillenträger. Jetzt gebe ich das Geld aus, damit ich die Brille habe und jetzt sagen wir, die stellen den Dienst ein. Dann kann ich zwar immer nur ohne Akku durchschauen, dann habe ich eine super schwere Brille am Schädel. Ich meine, obwohl sie die Akkus, denke ich mal, eh da hinten in diese Knöpfe reingemacht haben. Ja. Aufgrund der Gewichtsverteilung wird es Sinn Ja, ergeben. Akkus sind hinten drin, ja. Ich habe gedacht, das sind Lautsprecher, aber es dürfte wirklich der Akku sein, ja. Ja, das macht, aufgrund von der Gewichtsverteilung macht ja das sogar Ja, Sinn. klar, ja. Nebenbei, wenn da das Ding einmal runterfliegt, kannst du davon ausgehen, das ist fix hin. Also, weil da, ich meine, gut, das ist bei einer Brille auch wahrscheinlich. Aber da hast du halt, ja, da hast du dein ganzes AI-System mitgeschrottet. Also, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen Ja, schwierig. ja, ist schwierig. Also, Also, ich meine, ich würde gerne damit einmal umspielen. Das auf alle ja, Fälle. das würde ich mit der Apple Vision Pro auch gern. Oder mit der auch. Sicher, klar. Ja, das, also, nur ich weiß leider nicht, ob das nicht halt alles am Smartphone
einfacher und besser möglich Mhm. ist in Ja, Zukunft. das ist die Frage, ja. Und vor allem wieder ein Gerät mehr, das ich laden muss, wo ich wieder ein Screen habe. Nein, Und das hört ja nicht mehr auf, nein, es Mann. hört immer auf. Ja, das ist schwierig. Ich meine, es ist besser als der Humane AI Pin, meiner Meinung nach, weil zumindest habe ich das sowieso am Kopf dann und ja, ist dann eh da. Und ich habe zumindest das Display in der Brille drin. Ja, wobei mir das Gewicht von dem Teil jetzt nicht so, es ist 40 Gramm, das glaube ich geht noch. Also wenn du jetzt größere, schwerere Brillen tragst, oh, kommst du auf das Gewicht A. Also Ich habe keine Ahnung, was eine Brille ich wiegt. müsste mal, ich habe leider da keine Waage oder so, also ich müsste mal meine abwiegen. Also die, was ich jetzt aufhab, das ist die leichtere, die andere ist ein bisschen schwerer. Also die, was ich hab, da jetzt aufhab, der ist voll Kunststoff. Also, ja, dann, je leichter, desto weniger rutscht und drückt sie. In der Regel wiegt eine Fassung heute zwischen 5 und 15 Gramm. Ja. Das ist aber leid, das ist nur der Rahmen Ist nur jetzt, der also Rahmen, die ja, Fassung. eben. Und dann noch die Glaseln. Also meine sind dünn. Also bei mir ist es ich kann es bei mir, meine Brillen Ah, sind ja schwierig. auf die Schnelle, also Brillenfassung und mit Gläsern sollte 50 Gramm nicht Ja, eben. überschreiten. Dann ist die Brille eh ganz gut unterwegs, sagen wir so. Aber wie gesagt, das Design ist sehr hässlich für die. Sie ist hässlich. Sie ist, schaut aus wie eine Ich meine, Clownbrille. ja, ich mein, prinzipiell, dass die runden Dinge würden mich gar nicht stören. Ich mag eher diese Knöpfe da hinten nicht. Sie hat halt die, sie schaut aus wie die gute alte Josef Hader Ja, Hornbrille. genau so in die Richtung geht's, ja, optisch. Ach, ja, okay, ja. Also das Monokel, was sie haben, gefällt mir fast besser. Dem echt Das einmal. Monokel. Ja, dann könnte man mit der Monokel mal laufen. Ja, du ist ja was. Na gut, aber das ist wirklich. Okay, na, das. Na, das. Okay, das ist. Das ist dazu, da kommst du daher wie Exzentriker. Naja, aber das schaut da schon sehr irre aus, weil da ist wirklich in dem Monokel die komplette Technik verbaut und der Sehschlitz ist eigentlich. Also, das ist kein echtes Monokel. Also, nicht so, wie man ein Monokel tragen wird. Na, interessant, interessant, ja. Keine Ahnung, bin gespannt, in was für Ich meine, Richtung was das ist denn, geht. aber lass, wie ist das Ladegerät, das lass ich sein, das ist cool. Ja, ist man, da haben sie Humor bewiesen, ja. Das hat echt Humor, also das muss ich sagen, cooles Ladegerät.